So, Keiji ist der letzte auf der Liste und den hatte ich auch recht gut in Erinnerung. Also ja, für den Titel Backnote kriegt er eventuell schon einen Punkt. Und er wird auch mehr als einen Punkt kriegen, so viel steht fest. Aber ja, das Ding ist, warum Backnote? Wo warst du und wer bist du eigentlich? Das ist halt die Frage, die ich mir heute auch stelle. Corona, Rona, Rona, Rona. Den Beat habe ich doch schon gehört. So, geil, für den Flow kriegt er auf jeden Fall schon einen Punkt. Für die Line kriegt er einen Punkt. Alter. Für die Stimme einen Punkt. Betonung auf jeden Fall. Also Keiji ist geil. Und für dieses Durchratter kriegt er auch noch einen Punkt. Also der hat in 20 Sekunden einfach 6 Punkte bekommen. Überrascht dich? Nein, braucht es nicht. Hättest du gute Passet, er dich hat auch vernichtet. Was ein Wunder, nicht wahr? Dein Rap impliziert, du bist unterbegabt. Er hat schon richtig geile Lines. Ich gebe noch 2 Punkte. Und einen Technikpunkt gibt es auch noch dazu. Ich glaube, Keiji ist der Erste, der in nicht mal 30 Sekunden schon fast 10 Punkte hat. Hunderte Mal erklärte man dir, man bewirft dich mit Bierflaschen. Wenn du noch einmal versuchen solltest, mit irgendwelchen Flow-Pattern hier zu betonen, dass du nie wieder so rappen wirst. So, er kriegt noch einen Betonungspunkt und noch 2 Punkte wegen den Lines. Also keine Ahnung, Keiji ist irgendwie übermenschlich. Jeder MC macht meine Parts sind wie deine Parts mit der vierfachen Vielfalt. Komm herein und er spielt dir den Platz auf dem Spielplatz. Doch du bist so mies, aber lag auf dem Zahn. Ach, geil. Weitere 2 Punkte. Alter. Er kriegt aber so richtig Punkte in den Arsch geschoben. Ich weiß nicht, ob ich Technik schon bewertet habe, aber Technikpunkt kriegt er auch. Was du dir damit erhoffst, aber ich mache mir gar keinen Kopf. Außer naja, wenn der Gegner wegen meiner Keiji-Runde eine Anzeige droppt. Ja. Keine Ahnung, was ich dagegen unternehmen kann. Ey, aber ich geh munter weiter, mach die Kundschaft heiter, nur mit guten Lines. Was los, los, Keiji ist back, Nutte. Ja, guck wie die ganze Bude zerfällt, Junge. Boy, boy, easy win, Leute. Ja, so, keine Ahnung, für die Hook kriegt er keinen Punkt, aber auf jeden Fall starkes Gesamtpaket, möchte ich mal sagen. Und für diese von oben herab, ja, Rap. Ja. Also Keiji hat einfach mal 18 Punkte und das in nur einer Minute. So, ich gebe es auf jeden Fall nochmal von neu. Corona, Rona, Rona, Rona. Ja, er kommt auch richtig gut auf den Beat klar. Was ein Wunder, nicht wahr? Dein Rap impliziert, du bist unterbegabt. Hunderte Mal erklärte man dir, man bewirft dich mit Bierflaschen. Wenn du noch einmal versuchen solltest, mit irgendwelchen Flow-Pattern hier zu betonen, dass du nie wieder so rappen wirst, wie es jeder MC macht. Meine Parts sind wie deine Parts, mit der vierfachen Vielfalt. Komm herein und er spielt dir den Platz auf dem Spielplatz. Doch du bist so mies, aber lag auf dem Zahn. Weil Nutten wie du müssen einfach mehr putzen und dafür muss niemand bezahlen. Doch du bist so ein mieser Belag auf dem Zahn, das war auch eine richtig geile Line. Keine Ahnung, was du dir damit erhoffst, aber ich mache mir gar keinen Kopf. Außer naja, wenn der Gegner wegen meiner Keiji-Runde eine Anzeige droppt. Keine Ahnung, was ich dagegen unternehmen kann. Aber ich geh munter weiter, mach die Kundschaft heiter, nur mit guten Lines, was los? Oh, umgedrehtes Kreuz hat er auch. Ja, aber keine Ahnung, Keiji würde ich gern beim nächsten JBB sehen. Also,
kann mir durchaus vorstellen, dass der wegen seinem Rap auf jeden Fall sehr weit kommen wird. Los, KG ist back, Mutter. Ja, guck, wie die ganze Bude zerfällt, Junge. Video wurde von Minus 1 gedreht. Ja, man muss schon sagen, die Bewertung hat er auf jeden Fall verdient, weil Keiji war wirklich gut. Keiji hatte irgendwie das Glück. Bei Keiji kam eher schlechtere vor ihm. Und dann kommt halt einfach ein Keiji und zerreißt halt einfach alles. Deshalb wurde er auch so gut gekriegt und so gut bewertet.